Das sind ganze 14 Minuten. Wow. Hey! Hätte eigentlich ganz gut geklappt. 21:08 Uhr bin ich dann wieder drauf. Bis. Ja, eh fix da unten. Ja, vorher bin ich nicht geleftet. Ist 21:23 Uhr. Macht 15 Minuten. Ja, ich bin eh noch voll gut dabei, wenn ich nur so eine halbe Stunde machen will. Ja, gut, das heißt, dann passt das. Dann gehe ich jetzt wieder in die Logdatei rein, wann ich jetzt gejoint und geleftet bin. Um 21:28 Uhr. Bis 21:46 Uhr. Macht 30, ne, warte, macht 15, 16, 17, 18 Minuten. Gut, von 180, ja. Ja, okay, gut. Ich hab noch etwas Zeit. Das ist das Wichtigste. Und ich meine, es ist immerhin schon Donnerstagabend. Okay. Jut. Naja. Wisst ihr, das sind so die Probleme, wenn man so einen Schmarrn, den Server davon hat und unter anderem auch dafür sorgt, dass die Serverzeiten eingehalten werden. Oder zumindest versucht dafür zu sorgen. Also, mir entgeht nichts, wenn jemand auf dem Server war. Da bin ich so ein richtig schöner. Ich bin die Stasi. Bin die Stasi dieses Servers. Auf YOLO, das Ding ist fertig. Dann wir gleich noch 52, dann gleich in die Excel-Tabelle mit eintragen. Jetzt mal schlafen. So, das einzige Problem, was ich habe, ist, ich habe jetzt nicht die. Obwohl, warte mal, das kann ja mit Holzkohle genauso machen, fällt mir gerade auf. Oh ne, warte, hat Graphit denn EMC? Ja! Graphit hat einen EMC. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das war richtig viel Graphit. Jetzt haben wir natürlich auch kein einziges Uranium mehr, ne? Alles verballert. Ist natürlich ungünstig. Gut, wir haben jetzt hier eh, wir haben eh ein bisschen Yellowrim über. Dann passt das. Dann muss man das auch halt schnell braten. Cool, das heißt. Ja, okay. Das auch ein EMC? Ja, das hat. Was? Ein Yellowrim ist so viel wert wie ein Diamant? Wenn ich bedenke, wie viel Yellowrim wir brauchen werden dann dafür, kann ich eigentlich auch überlegen, ob ich nicht die restlichen Yellowrim auch gleich verschmelzen soll. Warum habe ich denn ein Stack hingeschmissen? Ah, hier. Ich meine, die Lorem haben wir eh eigentlich viel. Also genug, sage ich jetzt mal damit. Mit viel.
Prinzipiell meine ich mit viel genug. So. Und dann machen wir noch Tonnen an Eisen. Das Eisen in kleinen MC wie enorm. Ah, nee. Bei weitem nicht. Bei weitem hat Eisen einen höheren MC. Gut, dann machen wir das anders. Dann ist sie folgt. So. An sich brauchen wir eh nur noch Reactor Casings. Dann machen wir hier mal Yellorium raus. So machen wir eine 3, eine 7. Dann haben wir erstmal 49 allein schon als Grundriss. Also der Reaktor wird saumäßig teuer. Also Graphit haben wir. Was wohl eher das Problem werden könnte, ist Eisen. Was eigentlich auch nicht wirklich ein Problem ist, weil wir tonnenweise von Eisen haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich wisst ihr es. Ja doch, ihr wisst, was ich meine. Ich bleib dabei, ihr wisst es. Ja. So, ich will, dass man den Reaktor dann auch schön sieht. Die Frage ist nur, wo bauen wir ihn hin? Ich meine, er muss ja schon auch einigermaßen nah an das Ganze hier ran. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich in den Boden mit... Ach komm, ich baue ihn so in den Boden rein. So, drei. Okay, ich muss noch eins drüber dann. Für 5, 6, 7. Reaktor wird quasi so eine Art Kellergeschoss oder so eine Art, ja, ich nenne es mal Zwischengeschoss. Aber ich baue auch nicht direkt runter, weil ich will da auch noch mit Half Slabs und ja wirklich mit Half Slabs und nicht mit Carbonless Blöcken, weil Carbonless Blöcke einfach viel zu steil sind für diesen Sinn. Klatschen wir jetzt einfach mal Erde weg und dann bauen wir den Reaktor unten hin. Das Gute ist, dass wir den Reaktor Controller oder sowas eh nicht mehr brauchen. Und dann passt das eh alles schon super. Ich meine, wahrscheinlich ist es im Endeffekt zum Schluss wahrscheinlich eh sinnvoller, auf ganz auf erneuerbare Energien zu setzen. Andererseits kann ich, wie man ja gesehen hat, Yellorium über den Energy Condenser herstellen. Und damit, ja... ist diese Ressource ja quasi auch unendlich und regenerativ. Das eher etwas größere Problem, was ich gerade habe, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier kein bodennahes Fenster mehr einbauen kann für den Reaktor. Ah, doch, GD. Na, weil ich die Unterkante soll man auch sehen. Okay, man sieht sie auch. Alles klar. Das Wichtigste wurde erreicht. Oh Gott, ich habe immer noch... Ich habe... Mist.
Ich hätte vorher noch die Texturen austauschen sollen. Vom Marvel. Und auch ein bisschen schön ist, was Craft betrifft. So. Dann kommen hier dann das Fenster hin. Und ich werde auch Tonnen an Glas brauchen. Für dein Reaktorglas. Weil das Ding wird ja quasi voll verglast. Also zumindest zur Front hin. So, das hier Lorium ist wenigstens schon mal fertig. Ah, ist doch schön, wenn man etwas. Also ein paar brauchen wir eh noch. Das heißt ein paar, wir brauchen jede Menge davon. So. Innenseite ist ja eh 5x5. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Und hier haben wir wieder 6 hoch. So. Mal, wir haben hier fertig. Gut, aber dafür ist jetzt erstmal das Problem, dass wir keinen Platz im Inventar haben, weil wir alles zugemüllt haben. So. Dann brauchen wir hier erstmal einen Energy Input. Hier einem Item Input. Der Grinder kommt dahin und bekommt natürlich auch das hier. Der Output von dem ganzen, von der Central View kommt dann auch wieder auf die Seite. Kriegt dann natürlich auch wieder 2. Der Input kriegt auf Stufe 1. Das heißt, aktuell sollte der Output dann hier noch auf Stufe 1 sein. Sonst läuft das hier nicht durch. Wrench ist auch da. Okay. Jetzt müssen wir das hier unten eigentlich nur noch powern. Das Kabel dafür ist bereits unterwegs quasi. Und so. Sieht jetzt auch hier schön die Fuel Rod. Sag ich jetzt mal. Und der Reaktor hier wird sich halt dann selbstständig machen. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass man... Doch, warte, es ist Buildcraft dabei, natürlich. Okay, es gibt ein Auto-Crafting-Table. Was die ganze Sache schon mal deutlich vereinfachen tut. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Stromanschluss? Ich glaube nicht. Nö, wir haben noch eine Modular-Socket frei. Ja gut. Reaktor-Controller. Oh Gott, wo packe ich den denn jetzt am besten hin? Ich muss natürlich sagen, ich habe jetzt aktuell nicht mehr Strom. Jetzt noch nicht mehr ein Bett. 3, 4, 5, 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, dann packen wir mal wieder das Bett hier irgendwo hin. Aber irgendwo ist jetzt ja erstmal wurscht, wo das dann steht. Und wir haben jetzt schon, Alter, wir haben jetzt schon über eine Stunde Aufnahmezeit. Ich glaube, ich, also gut, die auf die Folge werde ich wieder splitten. Ja. Dann den Controller, wo packen wir den hin? Es gibt halt leider kein Mine Factory Reloaded, wo ich über Rednet das Ding so steuern kann, dass es noch sparsamer läuft als das Setup, was ich dann eh habe. Muss halt eh da Port hin, dann haben wir hier brauchen halt eh noch einen zweiten Access Port. Dazwischen schalten wir einen Redstone Port Access Port
Zack. Dann schalten wir hier dann noch einen zweiten Redstone Port raus. Brauchen noch einen Access Port und noch einen Redstone Port. Weil da brauchen eigentlich mehrere. Brauchen eigentlich drei Access Ports. Wie habe ich das denn vorher auf der anderen Seite gelöst immer gehabt? Also ich weiß nicht, ob man über die Glasscheiben auch die Kabel unsichtbar machen kann. Das ist gerade so das kleine Problem, das ich habe. Aber gut. Das heißt, Access Port. Und hier noch Redstone Port. Dann packen wir hier mittig oben auf den Controller. Der so eh noch nichts bringt. Gut. Das ist mal runter und machen jetzt hier Big Reactors. Eine Redstone Port. Ja, gut, das ist easy going. Ein Access Port, dafür reicht Pistons und eine Kiste auch noch. Wir wollen hier nur noch ein Pisten, aber dafür habe ich auch schon zu wenig Holz. Super Leistung, Genie. Du hast sogar zu wenig Cobblestone. Das ist bestimmt alles hier vorne. Ha, ist es auch. Bam, bin ich gut. Ich habe aber irgendwie im Allgemeinen das Gefühl, dass die Musik etwas sehr laut ist heute. An diesem Tage. Mist, jetzt habe ich noch eine dritte Kiste gemacht. Wie funktioniert das Ding? Access Port. Na, geht eh. Kommen wir zu Access Ports. Jetzt mal wieder Reactor Casings. Den Rest müssen wir mit Casings auffüllen. Dementsprechend. Ja. Toll, ne? Tack, tack. Und. Ne, warte, wir brauchen dann noch eine 4, wir brauchen noch jede Menge Fuel Rods. Und zwar 19 Stück noch. Ich glaube, das wird das eigentlich teure, die 19 Fuel Rods. Und. Machen wir hier noch die. 3 Fuel Rod Control? Und was brauchen wir hierfür? Nur Graffiti Alarm und jede Menge Eisen. Eisen. Okay. Scheiß auf Erze-Verdreifachung. Wir machen das anders. Wir brauchen niemals im Leben noch so viel Graffiti wie hier drin haben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Graphit. Und dann noch ein bisschen Eisen so hinterher. Weil das ist halt jetzt das eigentlich richtig teure an der Sache hier. Das sind jetzt die erste Säule. Die zweite Säule. Also, 3, 4. Die dritte Säule. Machen wir jede Menge mehr davon. Also brauchen wir noch deutlich mehr Eisen. Also effektiv wäre es wahrscheinlich jetzt sinnvoller, den Stack zu schmelzen. Aber hey, wir können uns die Saphire nachher eh wiederholen. Und das Zeug, von dem her. Scheiß drauf, wir brauchen jetzt Eisen. Vier, fünf. Sind wir jetzt bei 20. Oh Gott. Haben die einen MC? Ja, die haben einen MC. Nee, aber ich habe nicht gefällt. Puh. Glück gehabt.
Rector Casings haben wir eh noch ein paar. Das hätten wir jetzt hier 25, 25, 25, 15 macht 75, 80, 90. Ja. 90. Und Reaktor Glas macht man sich, denke ich mal, nicht größer als die anderen. Ja, 90. Und jetzt 90 Reaktor Casings. Und da kann ich jetzt erstmal einschmelzen. Graphit. Mein Reaktor Glas hat doch eh das gleiche an EMC, oder? Ne, sogar noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Okay, den EMC und Reaktor Glas hat 12, 14. Gut, dann machen wir das gleich anders. Dann stellen wir das gleich Reaktor Glas her. So, ja, dann mal fröhliches Schaffen. YOLO. Mit 21. 37. Oh Gott, ist das teuer. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Yellorium, ne, und dem Eisen. Fuck. Hm. 64 plus 16 sind 21. Ja. Jetzt haben wir einen Reaktorglas mehr. Wir machen das gleich schon mal so und stellen hier gleich schon mal wieder eins zurück. Nein! Oh, scheiße. Ich habe vergessen, die Decke mit einzuberechnen. Ich denke, ich finde einfach, das Glas macht sich irgendwie cooler. Zack. Na gut, ich muss ihn jetzt erstmal mit Wasser füllen. Haben wir noch Buckets? Wir haben wahrscheinlich, ja, wir haben auch kein einziges bisschen Eisen mehr. Das haben wir gerade alles verballert. Kann man denn aus Zinn auch Buckets machen? Ja, geht. Gut, geht nicht. Schade. Dann brauchen wir Eisen. Das machen wir jetzt aus einem Diamanten. Über den Philosopher's Stone. Oh mein Gott. Also wir haben jetzt definitiv nicht mehr genug Ressourcen für eine Quarry. Eine Wasserquelle ist, glaube ich, die nächste unten am Fluss. Dann renne ich da mal kurz hin und hole Wasser. Na, der Fluss ist ja da vorne. Ach, wir haben ja oben am Haus eine. Ach, jetzt bin ich eh schon am Fluss. So, ja, dann erstmal noch schlafen. Ja, noch ein paar Reaktor Casings bauen für die Decke. Das sind nämlich nochmal 25 minus 4. Würde dann heißen quasi 21.
plus das machen dann 22 aus. Nein, meinen letzten Diamanten opfer ich dafür jetzt definitiv nicht. Da muss ich jetzt was anderes herhalten. Was für ein Plutonium? So. Dann die beiden Reaktorgläser. Und dann hole ich mich mal hier hoch. Weil ich schwimme ja nachher eh raus. Vier. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel schon wieder eine geschlossene Wasseroberfläche. Das Prinzip ist stocksimpel. Und ist aber jetzt die einfachste Methode. Ach komm. Den Reaktor hier mit Wasser zu füllen. Zack. Zack. Und dann hier. Zack. Zack, wir bedienen uns einfach den ganzen an unendlichen Wasserquellen. Und zack. Aber warte, jetzt müssen wir ja erst noch die Fuel Rods reinmachen, ne? So. Und die Controls. Und jetzt haben wir noch 16 Casings, mit denen wir hier voll und ganz arbeiten können. Und der Reaktor ist genau fertig geworden. So. Jetzt müssen wir die hier nur alle auf 90 stellen. Was macht das eigentlich? Feinjustierung machen wir irgendwann anderes Mal. So, und jetzt ist das Ding prinzipiell einsatzfähig. Jetzt erkläre ich noch, wozu hier diese drei Access-Ports notwendig sind. Das ist der, wo normale Yelonium als Blockform reingegeben wird. Von einem Hopper und einer Kiste drüber. Hier ist das Ganze in Cyanid, also Plutonium. Also ist das auch der Zeit-Input. Und hier ist der Outlet-Mode. Wo dann quasi in den Ding halt reinkommt, ne? So. Ja, da könnte man jetzt, wenn er dementsprechend noch mit Yelorum befüllt wird, auch direkt gleich anschmeißen. Das viel größere Problem ist jetzt auch noch, dass wir kein Gold mehr haben. Aber auch dafür habe ich Abhilfe. Wir brauchen noch die Kinesis Pipe und so. Aber ist ja kein Ding, weil wir haben ja Gold. Dust und damit lässt sich das regeln im Normalfall. By the way, ich habe das glaube ich noch gar nicht erwähnt, aber ich habe mir heute einen dermaßen Sonnenbrand zugezogen beim Arbeiten. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich meine, gut, es ist auch ein bisschen gefährdet. Ach fuck, jetzt kann ich ja gar keine Dienst mehr machen. Das ist natürlich auch ungünstig. So, zwei. Das ist jetzt aber egal, weil wir brauchen da jetzt ja erstmal eine Redstone Outlet Pipe. Eine Wooden Kinesis Pipe. Ist das ein Soundeffekt von einem fucking Wasserfall? Really?
Oh Mann, ich dachte, ich hätte das schon hinter mir. Okay. Anscheinend ja nicht.